Ja, hallo, mein Name ist Daniro LP Knack und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, Schiffsbrecher, Signalstärke 0%. Ich bin jetzt schon das ganze Gebiet, wo ich das erstmal bekommen habe, ungefähr hier war das, bin jetzt ja das ganze Gebiet durchgerast und habe die ganze Zeit nur 0% hier gehabt bei diesem blöden Teil. Bin mal auf die Idee gekommen, mir das Ding mal einzuschalten, damit hier, weiß ich nicht, angezeigt wird. Und ja, mir wird die ganze Zeit 0% angezeigt. Ich bin nicht mal annähernd in der Nähe. Also ja, scheiß drauf. Dafür habe ich jetzt das hier gefunden. Und dann habe ich dann irgendwie ein Eden Meadows Filmtheater Funksignal bekommen. Hören wir uns das an. Radio zwar ausgestellt. Ja, gehen wir mal da rein. Da sind wir noch nicht gewesen. Also ja, ich lasse mal Schiffsbrechersignal an. So gucken, ob ich irgendwann mal näher komme. Aber ich finde den Ort, wo ich hin muss, nicht. Deswegen lassen wir das erstmal und gehen jetzt hier hin. Und da geht's da tief runter. Im Weg sind mir aber nicht so ein paar Gegner im Weg gelaufen. So drei, vier Wölfe, so zwei, drei Schlinger, Fallensteller. Mein Hammer hier fertig gemacht. Sind fast alle mit einem Schlag. Ne, alle sind eigentlich mit einem Schlag weg gewesen. Das war brutal. Aber jetzt hat die noch gar nicht so stark hier. 107, ja, okay, durch die Power Armor, ne? Zwar. Okay, durch die Power Armor wird das Ding noch mächtiger. Normalerweise hat er irgendwie so 75 Schaden und 200 Strahlungsschaden. Und jetzt bombastisch mehr Schaden. Also ja, gut. Wir haben ja ein Theater gefunden, das müssen wir noch erkunden. Aber wir haben ja noch nicht alle Orte hier entdeckt. Oh, das waren nicht fünffache Erfahrungspunkte. Das ist auch eine Sache. Irgendwie scheint das Skill nicht immer zu funktionieren. Weil manchmal, wenn ich Gegner töte, kommt dieser Effekt, ja. Und dann würde das bedeuten, ich bekomme für jeden Gegner fünffache Erfahrungspunkte, den ich in weiter nicht einer Minute oder so erledige. Und ja, das scheint irgendwie nicht immer zu funktionieren. Ja, was das sein soll. Aber egal. Ich habe allgemein sehr viel Glück, als ich hier den zweiten Spielstand hier aufholen musste. Mit diesem Skill, weil ich habe den Skill relativ früh genommen. Ich glaube, war sogar der erste Skill, den ich genommen habe. Und ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Intelligenz noch nicht so hoch und dementsprechend hat sich das ein paar Mal öfter aktiviert als jetzt. Das hat dafür gesorgt, dass ich manchmal sehr oft Erfahrungspunkte bekommen habe. In großen Mengen. Und ja, glaube, der Grund, warum ich nicht mehr so viele Videos aufgenommen habe von Fallout 4 in den letzten Wochen, ist, weil ich irgendwie fast jede freie Minute irgendwie verschwendet habe, um hier den Spielstand zu spielen und dann mein Let's Play nachzuholen. Also den Spielstand so weit zu spielen, dass ich auf den Stand meines Let's Plays bin. Ja, dann habe ich schon irgendwie einen halben Tag das Spiel gespielt und dann hatte ich natürlich abends keinen Bock mehr. Also, wenn ich mal aufnehme, eher das Spiel noch mal extra aufzunehmen. So, meine Güte, das hat jetzt drei, vier Dinger verbraucht. Ja. Ich habe einen Meisterschlüssel. Ja. Das war nicht verschlossen. Angreifer aus einer fremden Galaxie. Was? Ach so, das ist ein, ich wollte schon sagen, Manzeloid gegen Roborilla. Was? Ganze Mischung aus Mensch und Echse ist wieder da und Seattle im Visier. Aber nach fünf Angriffen ist die US Army nun bereit und hat einen perfekten Gegner entwickelt. Roborilla, erschaffen aus dem 8.000 Tonnen Detroiter Strahl, amerikanischer Genialität. Er ist unsere einzige Hoffnung im Kampf gegen das radioaktive Reptil. Der Mordexpress. Gefangen zu kommen. Animalische Anziehung. Dieser moderierten Komödie ist Jack Limes, Tony McKenzie und Donna Man Monroe in der Hauptrolle Boon 2 Tierpfleger. Die Reise in die hohle Erde. Monster, Fuß eines schlafenden Vulkans. Hinweis, Kinobesitzer. Ist in den meisten Spielhäusern nicht verfügbar.
Okay, geile Filme, die wir gesehen haben. Im Jahre 2077. Ja, viel trage ich mit Power Armor. Die werde ich auch so lange erstmal nicht ausziehen. Ich glaube, ich werde den Rest des Addons mal anziehen, weil allein den Schaden von dem Hammer hier erzeugen ist schon awesome. Aber ich froh, wenn wir hier endlich mal vom Fahrer weg sind. Nicht, dass ich keinen Spaß hier hätte, aber der Nebel, der geht mir manchmal auf die Nerven. Ich kann manchmal echt nicht genau sehen, was gegen diese Wölfe hier aufs Ding gekämpft habe, als ich auf diese blöde Funknachricht hier, als ich die gesucht habe. Ey. Ich konnte die gar nicht finden, da waren irgendwie so Büsche. Ich habe die ganze Zeit die roten Dinger gesehen, aber ich habe die nicht gesehen mit diesem Kacknebel. Das hier sieht 1 zu 1 aus wie Starlight Drive in Dingens. Im Commonwealth, wo man noch eine Basis hat. Ich habe, glaube ich, schon alle Sachen gekauft, die ich hier in den Händlern kaufen kann. So einen blöden Affen. Was hat Ding gefangen? Was mich überrascht an dem Spiel ist, zum Okay. Fighting Furies, Lester and Fort McGee. Keith McKinley. Kinney. Stanley Van Robb. Angelina Lucio. Sieht aus wie irgendwie Left 4 Dead. Also wie die Poster von denen. Da sind eine Menge Ghule. Okay. Attacke! Oh Gott, sind das die viele. Mein Hammer kann ich leider nicht einsetzen, weil er noch Strahlenschaden. Die sind dagegen immun. Das war aber ein geiles Spiel. Das ist eigentlich noch Erfahrung für euch. Schon wieder. Ich habe gar keine Erfahrung mehr dagegen. Geht immer noch weiter, ja. Das will ich mal erfahren zu sagen. Also, du hast mir gesagt, du hast mir gesagt. Ja, ey. Ich hätte eigentlich die Autos hier anschließen können, wenn die explodiert, aber ich glaube, natürlich keine Erfahrung zu sagen. Ich möchte nicht immer mit diesen Dingern ziehen, mit diesen Supermutanten selbst, oder ich schieße ihre Bomben ab, aber ich. Die gehen dann in der Explosion drauf, aber ich bekomme irgendwie keine Erfahrung zu sagen. Oh, da hat sich auf Hamstring gewählt, wie er richtig gewohnt. Geil. Ja, alles wegen Inselbegabung. Finde ich richtig gut. Hört man Musik? Den Fernseher nicht so laut stellen, weil dann hört man hier immer ein Echo. Man merkt allgemein echt in meinen Aufnahmen, aber dagegen kann ich halt nichts machen. Möchte ich nicht jetzt mit das Spiel jetzt natürlich auch nicht Dinge hier stillschweigen spielen, also nicht ich stillschweigen, aber ich jetzt nicht ohne Ton hier spielen, das wäre auch ein bisschen doof. Ich habe Bock auf den Film gerade. Von den Kollegen bleiben müssen. Da ist noch einer. Okay. Ja, mit der Insel einmal nach. Ah, okay.
Kann da vielleicht runterspringen, aber was? Jetzt beinahe Level abbekommen von diesen Gegnern. Nur Inselbegabung sich aktiviert hat, finde ich richtig geil. Da macht du mir jetzt nicht genauso viel Stress wie halt eine Schloss. Würde man einen Dirigenten mit dem Orchester zu sehen. Hätte ich die Power Armor nicht ausgerüstet, hätten wir aber glaube ich ein bisschen mehr Schaden gemacht. Nicht Probleme bereitet, aber wenn ich glaube, ich tue ihn. Ich glaube nach Farbe tue ich das Ding wegstecken. Ich komme irgendwie unfair vor, dieses Ding zu benutzen. Ich habe schon so überpowerte Sachen. Der Hammer ist schon überpowert. Wenn irgendwann mal ein Gegner hier kommt, kann ich ja mal zeigen. Ich hoffe, fast alles mit einem Schlag und ich gehe fast alles mit einem Schlag weg. Ich habe einen legendären Fallenstein mit einem Schlag damit erledigt. Also irgendwie nicht normal. So, haben wir jetzt hier abgeschossen? Habe ich den Ort überhaupt schon erkundet? Ja. Also wir jetzt immer noch auf der Suche nach den blöden Funkdingen. Boah. Wenn ich irgendwie nicht finden kann. Na, machen wir so lange die anderen Mission weiter. Das wär's. Gucken wir dann mal irgendwann. Ob ich das blöde Ding finde. Muss doch in der Gegend gewesen sein. Oh nein. In der Gegend gewesen sein, wo ich das verdammte Signal gefunden habe. Und da war in der Nähe von Hingens. Okay. Was wäre passiert, wenn ich halt abgestellt hätte? Wenn die halt geguckt hätten. Ja, hier schon alle durchgehen, hätten sich gegenseitig angegriffen. Ja, da waren wir. Okay, weiter. Da müssen wir noch machen. Ja. Bin ich wieder bei Kazumi, informiere Verhaber über Abrys Ermordung. Segen des Vergessens. Machen wir erstmal die ganzen anderen Sachen hier. Weil die Segen des Vergessens habe ich ja später bekommen. Hier sind zum Beispiel, weiß nicht, oder ein, das abgeschossen, dann sind schon kein Gegner. Da müssen wir irgendwo hin, von Dima aus, und das ist auch noch ein Ort, den man nicht erkundet hat. Ich hoffe, man kommt irgendwann eine Meldung, sobald man alle Orte hier erkundet hat, oder eine Trophäe oder irgendwie sowas, damit ich weiß, ob wir fertig sind. Gab es in den anderen Addons von Fallout 3, glaube ich, immer. Ob ich halt Let's Play noch diesen Jahr schaffe. Schiffsbrechersignal gefunden. Okay, Planänderung. Wir gehen zum Schiffsbrecher-Dingen, was auch immer es sein soll. Ja, wurde nicht gefunden. Okay. Langsam größer. Na dann. Okay. Gut. Was? So, jetzt gucke ich da mal an. Warum sind die genauso schwach wie die anderen? Dun, 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 dun. Hi. Okay, der war schon geschwächt. Wo seid ihr? Na, meine ich. Ja, Gebüschung, die sind voll in Camouflage hier. Oh, der drei. Einen ausgehalten. Alter. Du bist auch ein Hammer, meiner ist aber besser. Bist du nachfüllen? Bei allen Dingen. Man könnte sich doch noch üblich einigen. Ich glaube, da sind sie
Nein, daneben. Nicht daneben. Ha. Alter, wo kommen die alle her? Wir müssen mit einem Schlag weg, das sehe ich. So. Was halt gut, weiter. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden Strong mit dem Teil macht. Gut. Ich glaube, ich habe das Schiff gefunden. Was? Wo bist du denn? Alter. Naja. Er ist mutiert. Stimmt, der hat so ein Ding in und Sternchen. Schlag. Ja, dann auch so ein Betäubungseffekt, glaube ich. Kann ich blocken, was? Was? Die Flächenangriff. Die Kamera, ne? Was? Boah, muss da wieder sein. Alter, Hilfe! Ich kann nichts machen. Löst wie ich. Ich kämpfe gegen ein riesiges Ding, ne? Jetzt fliegt er auch noch, genau. Wir machen jetzt hier voll Tag Team, Gabi. Löst wie ich, ey. Oh Gott. Oh Gott. War ja gestorben. Longfellow, warum müssen wir mit denen jetzt reden? Jetzt läuft das Spiel wieder flüssig. Aber bitte sag mir, ich habe den nicht nach Dings hingeschickt, ey. Nein. Warum muss ich denn jetzt mit dem reden? Ah, das machen wir, nachdem ich mit dem Dings fertig bin. Mit dem Addon. So. Wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir jetzt zu diesen Häuschen. Müssen wir sowieso hin. Ja, da war ein Kampf wieder. So, beinahe gestorben am Ende. Ich denke mal, wir sind viel zu sicherlich untergehen. So, was haben wir hier noch? Da fahr ich einfach so runter. Fahr, wer? Okay, langsam habe ich gegen genug Riesenviecher erkämpft. Letzten Part gegen den Supermutanten Behemoth. Jetzt gegen so einen Nebelkriecher. Wäre schon der zweite Viech gewesen, glaube ich. Nur in diesem Part. Jetzt ein Mayolo-Königin? Ne, keine Lust. Bravery Point. Ach, hier war ich da auch schon, glaube ich. Nur halt nicht in diesem Spiel stand. Oh, ist auch falsch. Da kann sein, dass ich an einige Orte vorbeilaufe, die ich schon erkundet habe. Wow. Weil ich noch nicht in dem Spielstand hier gespielt habe. Ich weiß, einige Leute geht es auf Nerven, jetzt den Spielstand zu hören, aber ihr wisst doch, was ich meine. Ne? Du klar. Ab. Ja, genau, kann ich sogar. Die sehen einfach nur, wie ich da ankomme und renne weg. Ja.
Riesenhammer Angriff. Ich habe den erledigt, bevor er sich verwandelt hat. Sehr gut. War nicht der legendäre. Das ist ein andere hier. Ist der legendäre, oder? Ja. Ja, den Bart erkenne ich. Aber dich habe ich auch erledigt, bevor du dich verwandelt hast. Ich glaube, hier, wirklich, ich kann nicht da rein. Ja. Noch mehr Taumelwaffen. No, wo bist du? Alter! Was bist du denn? Haut er mich einfach? Ich habe eine verdammte Rüstung an. Was bist du denn eigentlich? So. Wir können aufleveln. So, jetzt kommt die große Frage, was leveln wir denn? Ich habe mir mal vorgenommen, ein paar neue Sachen zu leveln, damit wir mal mehr sehen. Irgendwas, was meinen Schaden erhöht am besten. Aber da bin ich mir noch nicht entschlossen genug. Ich habe geplant, am Ende des Projekts jeden Skill mindestens einmal zu haben. Dann haben wir ihn auch. Wenn der Gegner können seine Nähe dasselbe Schicksal ereilen. Wenn ein Gegner explodiert, ich weiß gar nicht, wann das immer eintrifft, ehrlich gesagt. Da gibt es ja so richtig geile Sachen. Hier zum Beispiel. Du vertrittst den Tod höchstpersönlich. Das tut, glaube ich, auch. Ja. Schallgedämpfte Waffen richten 50% mehr Schaden an. Das wäre dann gut für mein Snipergewehr. Tiffutom Spezial. Das ist hier von Dingens hier. Von diesen einen Typen. Aus der Railroad. Habe ich bisher nie benutzt. Aber ist eigentlich ein schlechter Teil. Ja, das würde dadurch stärker werden und der Erlös. Aber sehr gut wäre. Vielleicht sollte ich das nehmen. 30% mehr Schaden und ja. Und ja, Gegner, die sterben, kann ich sofort töten. So, ja, das ist jetzt nicht so pralle. Was nehmen wir denn? Soll ich hier Revolver nehmen? Damit kann ich Kelloggs Pistole und den Erlöser verstärken. Das ist wieder so eine Sache, da tue ich nur zwei Waffen hier stärken. Das trägt mich ein bisschen auf. Oder erste Liga, streng ich richtig an. Deine Nahkampfwaffen versuchen 20% Schaden. Tue ich meine Waffen noch mehr verstärken. Nicht automatisierte Gewehre. Dadurch, da tut doch auch Dings drauf. Ja, nicht automatisierte Gewehre. Das bedeutet, das hier Schrotgewehr tut auch dazu zählen, ne? Das hier. Und das hier eigentlich, ne? Was war denn immer das? Bleibt euch aus der Ferne. Angriff mit nicht automatisierten Gewehren verursacht 20% mehr Schaden. Mach mal einfach. Bam. Dann tue ich einfach von jeder Waffe irgendwie so in ersten Rang erstmal hochleveln. Damit die ein bisschen lebhafter aussieht. Weil man sieht, der Aufleveln geht jetzt irgendwie voll schnell. Habe ich so das Gefühl. So. Zeig mal den Schaden. Ist ein Markieren 45, habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, verdammt. Aber das Schrotgewehr, das hat 100 abgezogen, glaube ich. Gerechtigkeit 120, ja. Tiffletom Spezial, radikale Bekehrung, ja. Ja. Ja, das tut schon ein bisschen mehr abziehen, habe ich so Gefühl jetzt. Weil wenn ich hier den Hammer weglege, was ich auf jeden Fall machen werde nach Farbe. Sonst wäre das Spiel, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Dann muss ich auf meinen alten Waffen jetzt zurückgreifen. Wäre nicht vollkommen überpowered, irgendwie das Spiel bis dahin spielen. Ja, oh, shit. So, jetzt habe ich ein bisschen meinen Schaden erhöht. Das ist auch was, ne? Bringt mir zwar jetzt im Moment noch nichts, aber was soll's. Ja, den Ort haben wir ja schon mal erkundet irgendwann. Ist der abgeschlossen? Ja, der ist abgeschlossen. Aber hier sind wir hingegangen. Ich habe den nur nicht wieder gefunden. Diese Roboter-Dingens habe ich auch nicht wieder gefunden. Die Galerie. Mich irgendwie einen Roboter servieren wollte. Den Ort habe ich auch noch gesucht, den habe ich auch nicht mehr wieder gefunden. Und ich so ungefähr dachte, ich wüsste, wo der wäre. Oh. Dings
hatten wir schon mehr Rest gegeben. Aber ich muss sowieso noch mal zurück ins Commonwealth und wieder Paladin Dance holen. Und ich auch jetzt, glaube ich, direkt danach mache. Gut, dann beende ich jetzt hier im Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Nein, meine Dings ist kaputt. Heißt das jetzt, ich habe den Lack nicht mehr. Oder wir werden ja nur als Dings angezeigt. Ne, ist immer noch im Wim-Stil. Okay, werde ich wahrscheinlich zurückgehen und reparieren lassen und so. Und mal schauen. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle als Zuschauer und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.